Herzlich willkommen zurück zu Terraria? Genau, Terraria. Heute fangen wir eine komplett neue Welt an. Ganz genau, ich werde jetzt hier noch einen Charakter erstellen, während ich euch zeige, dass es noch neue Frisuren gibt. Ich gehe einfach jetzt einmal schnell im Schnelllauf durch und suche mir dann die krassesten Haare raus. Und man kann sich auch selber aussuchen, ob man jetzt männlich oder weiblich ist, also es entscheiden nicht mehr die Haare. Darum werde ich voll episch mir eine Frisur raussuchen. Die hier? ihr dürft übrigens auch reden. Hi. Hallo. Der Zombie hat bestimmt eine super Frisur ausgewählt, die wir ja nicht sehen jetzt gerade noch. Genau. Ich habe jetzt voll konkret gar nichts. Ich glaube, ich kann das Spiel noch lauter stellen. Ach, egal. Hautfarbe. Wie lasse ich sie blasser wirken? Einfach ein bisschen bei den anderen beiden hinzufügen, genau. So, ja, so. Habe ich auch versucht, habe ich dann doch gelassen. Dann, welche Hemdfarbe soll ich denn haben? Hallo, mein Name ist Detlef. Ich mache mir jetzt ein lila Hemd. Hallo, mein Name ist Detlef. Hi, Detlef. Was willst du denn jetzt von mir? Ich wollte Detlef begrüßen. Wer ist Detlef? Vergiss es. Ich gehe jetzt schon mal on. Bleib da stehen. Lass mich von Slime töten. Okay. Nee, vielleicht wehre ich mich da noch. Nein, das darfst du nicht. Ich glaube, ich brauche eine andere. Nein, das darfst du nicht, während er schon in der Wand rumbuddelt. Mann, ich will immer doppelt kacke drücken. Ich habe keine Cloud in der Bottle mehr. Ihr seid doch kacke. Was fangt ihr ohne mich an? Er spackt nur rum, das ist in Ordnung. Du siehst aus wie Roxas aus Kingdom Hearts. Ey! Nicht der den Roxas. Den Namen sagen wir hier nicht. Sonst meldet er unser Video. So heißt doch der Typ aus Kingdom Hearts 2. Was habt ihr? Genau. Wir meinen einen anderen Roxas. Meinen wir natürlich. Jetzt wird der permanent alle beep, 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 beep und die Videos dann plötzlich und dann beep, beep und... Ich hab voll den kleinen Schwertding hier, meine ich. So, okay, ich glaube, ich habe meinen epischen Charakter erstellt. So. Name, wie nenne ich. Ach, ich nenne mich. Obwohl er mir nicht ähnlich sieht. Doch, er sieht mir total ähnlich, so sehe ich auch aus. So. Auf 5 Copper-Coin und 4 Gel. Und ich komme hier nicht mehr hoch. So. Brauchst das Gel für deine Haare? Okay, hallo. Zombie! Ich bin hier unten, ich komme nicht mehr hoch. Ich sehe dich! Du siehst verdammt komisch aus. Ich hab nur ein T-Shirt an, mehr nicht. Hallo Prinzessin Leia. Star Wars Frage. Okay, es ist ja der neue Terraria-Patch, da sollte ich mal an dieser Stelle erwähnen. Der ist langweilig, lass was anderes spielen. Weg. Ja. Lass was anderes spielen. Oh, ich dauert das lange. Wann kommt die Goblin-Armee? Mein Holt. Darf ich bitte kurz danke? In der einiges wieder geändert wurde, es wurden 1000 neue Sachen geändert. Zum Beispiel. Aber auch geändert. Zum Beispiel viele neue Gegner im Dungeon und man braucht jetzt Schlüssel, um den Dungeon-Truhen zu öffnen und alles Mögliche. Viel mehr Stacheln im Dungeon und Dungeon viel schwerer gemacht. Eigentlich alles kacke geworden. Genau. Heiltränke gehen zum Beispiel auch nur noch einmal in der Minute und. Ja, man hat jetzt. Wann kommt der neue Terraria-Patch? Und man kann die Goblin-Armee jetzt raufbeschwören. Wann kommt die Goblin-Armee? Ich geh zum Gänsekind. Ich halte es da drüben nicht aus. Hallo. Ich sehe euch, ich bin Team Rot. Mein Holz, da kann ich auch. Ich gehe auch Team Rot. Ja, Inventar ist jetzt zum Beispiel auch eine Mülltonne, kann man die Blöcke wegschmeißen und wieder rausnehmen. Also das ganz sicher weg, aber man kann es auch wieder rausnehmen, wenn man möchte. Meine Kollegen heißen Endzeitkind LP und Mr. Moore. Kennt ihr da noch nicht? Sind hier neu natürlich? Waren ihr vorher noch nie dabei? Ich hab auch noch nie vorher Let's Plays gemacht. Ja. Oh, ist das langsam alles. Wenn man wieder von neu anfängt. Ich will Raketenwerfer. Mindestens. Ja, mindestens. Ich will 5. Oh, Pilze. Kann man Pilze wenigstens noch häufig essen? Oder hat man da auch einen Debuff? Einmal jede Minute. Ja, weil Leben regeneriert sich jetzt mittlerweile automatisch, wenn man einfach mal stehen bleibt und keinen Schaden bekommt und so weiter. Aber
solange wir einfach keinen Schaden bekommen und ich bekomme irgendwie. Guck mal, Bäume! Kann es sein, dass weniger Schleime kommen? Generell bin ich irgendwie so gewohnt, dass 1 Million Schleime direkt an auf mich herfallen, wenn ich. Aua! Kann gut sein. Aber wir sollten es nicht heraufbeschwören. Okay. Ich schau mal, wie schnell. Ach, das Leben regeneriert sich ja extrem schnell. Aber man muss dazu. Wenn man läuft, regeneriert sich das Leben relativ langsam. Aber ja, wenn man stehen bleibt, regeneriert es sich schneller. Stimmt das? Ja, so soll es sein. Ja, genau. Also einfach stehen bleiben und euer abgehacktes Bein wächst nach. So ist es. Mr. Morgame, der Zigeuner, hüpft hier rum und klaut unser Holz. Nein, nein, nein. Holz! Geh arbeiten! Aha, ich will gleich in die Höhle reingehen. Mach mir mal ein paar Fackeln. Und sofort, Mr. Wash springt sofort hinterher. Ah, Items! So. Ich geh schon mal hier in so eine Höhle rein. Einfach das. Nein, er klaut mir erstmal das Holz. Dürfen wir noch sterben? Ne, wir spielen natürlich keinen Medicore-Charakter, weil wir nicht geistesgestört sind. Ihr beide könnt übrigens auch gerne mitkommen. Ja, ich muss mehr im Nein, ich gehe niemals in Höhlen, ich hasse Höhlen. Du bist schon neben mir. Nein, das bin ich nicht, das ist nur meine Illusion. Okay. Das ist die Goblin-Armee, ich verarsch dich. Es ist dunkel hier. Ja, dann nimm deine Fackel raus. Ist das deine Hand auf meinem Arsch? Nein, dann ist da so ein Mutterschleim hinter dir. Nein, es ist meine. Hermann, nein. Ne, Hermann geht so. Mach's auch ein bisschen dunkler, ne? Falls wir mal einen Light-Orb finden, der ist so gut wie nutzlos mittlerweile, glaube ich. Ja, weil er kaum noch leuchtet. Ja. Leider. Nur ein bisschen. Oh, ich hab eine Truhe. Eine Truhe tötet ihn. Ey, du hast meinen Bumerang. Habt ihr einen Bumerang schon gefunden? Ein Enchanted. Bumerang, aber er hat meinen. Ich hab einen Bumerang gefunden. Nein, den hast du mir geklaut. Nein, den hab ich gefunden. Guck mal, da ist er. Gib mir meinen Bumerang. Hol dir ihn. Ja, da, in der Lava. Goldader hier, gigantisch. Wow. Und ihr braucht mir keine Tipps zu dem Patch geben, also als Danke, du Hurensohn. Oh Gott. Ich bin auch gestorben. Beide, ihr seid beide gestorben. Weißt du, da wollen die Leute, dass ich nicht mehr so gemein zu ihm bin, aber er verhält sich hier die ganze Zeit so nervig. Wie soll ich da bitte nicht gemein zu ihm sein? Was mache ich denn? Na, es ist zu tief. Da gehe ich nicht hin. Ich dachte, das überleben wir. Gott. Guck mal da, ein 3000 Meter Schlund. Aber ich bin genau auf eine Goldtruhe draufgefallen. Das heißt was, ja? Ja, das war Absicht. Glück im Unglück. Ich bin sowas wie ein Dragon Ball Radar. Dauert das lange, ey. Du bist ein Dragon Ball Radar. Ja, nur für Goldtruhen. Boah, cool. Pass auf, gleich kommt Son Goku und nimmt dich mit. Ja, er nimmt mich mit. Nicht seine durch. Wundervolle Welt. Ach Gott, wie. Mach dich von hinten Kamehameha und so. Ah, Fledermaus. So. Schlägst du mir wieder den Boden unter den Füßen weg oder lässt du mich dieses Mal? Nein, ich schlag in die. Ach Mann. Da kommt ein Schleim auf dich zu. Egal, ich geh hier runter. Ui! Okay. Jeder entdeckt seine eigenen Wege. Ich bin hier unten, ich brauche dich nur noch Licht. Ah, aber es greift mich an. Ah! Ich will das haben. Was gibt's da unten? Ich sehe nichts. Alle drei versuchen auf eigene Weisen den Weg darunter zu verachten. Finger weg von meiner Goldruhe! Oh, eine Angel Statue! Das nothing. Die darfst du behalten. Ich baue mal eine Werkbank, weil wir brauchen irgendwie so einen Hammer oder sowas. Ich sehe nichts und bin hier drüben am Ertrinken. Wir können jetzt übrigens auch überall Häuser bauen, egal welcher Hintergrund es ist. Hier eine Engelstatue für dich. Danke sehr. Ich zeig dir auch gerade mal die neuen Möbel. Es gibt jetzt eine. Ja, mach mal jetzt ich ertrinke hier immer noch jetzt gerade in diesem Moment. Egal. So, es gibt jetzt eine Bank, es gibt ein Regal, es gibt ein Loom, da kann man Kleidung herstellen, also kann man da halt die Spinnennetze in Kleidung umbauen. Ich ertrinke gerade. Ein Fass, da kann man halt Bier brauen. Oder Ale. Ich meine das ernst. Endzeitkind, was ist Ale? Endzeitkind? Ja, bitte. Bist du gut in Englisch? Was heißt Ale? A-L-E. Bier ist das. Ja, Bier, okay. Na, das weiß er natürlich. Und die Türen haben eine neue Textur. Ansonsten sieht alles aus wie immer. Und ich werde jetzt mein Holz benutzen, um hier unten ein Haus für uns zu bauen. Wer hat die Spinnennetze aufgesammelt? Mr. Morgan. Ich. Ja, wir sind verloren. Warum bist du so Depri? Nein, Spaß. Deine Mutter ist Depri. Oh, oh. Ich sehe nix und ich bin im Wasser.
kenne ich. Shop Gold. Gold. Ich hab gar nichts. Wieso mache ich das immer wieder? Ich hab ein Schloss und ein Pferd. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus. Ein Äffchen und ein Pferd. Äffchen. Ich will nur das Äffchen. Ups, warum halt? So. Hallo. Hallo. Warum dauerst du so langsam? Weil er so hoch ist. Mr. Moore, ich brauch den Sonnen. Ich brauch die Spinnnetze. Ich komm hier nicht mehr hoch. Ja, weil ich da gleich eine Wand Loch einschlage in die Wand, da keine Angst. Oh. Aber wenn ich jetzt das wieder wegschlage, haben wir wieder kein Licht. Ich sehe nix. Ach, nix, wir auch nicht. So. Aber endlich fällt der Matsch nicht mehr runter. Ja, oh ja, das ist schön. So, dann brauchen wir eine Werkbank. Ja, Mr. Moore? Nein, das sind keine Spinnennetze. Ja? Ich wollte die Spinnennetze, immer noch. Ich hab dir doch welche gegeben. Hast du? Ja, 39 Stück. Ja, ich brauch 50. Ja, mehr hab ich nicht. Ich hab noch 24. Ja, damit. Ja. Moment. Musst du dem komischen Heino hier auf die... Will da erst reinhauen. Ja. Hier. Ja, aber das Silber lässt du wieder überall hängen. Ja, ach Mist. Jetzt hab ich's selber mit wieder. Kronstab. Ah, ich schmeiß dir alles weg. Gib mir das wieder. Hey, da! Danke sehr. Im Wasser. Ich sterbe hier unten. Oh. Ja, genau deswegen baue ich jetzt hier gerade ein Lager für uns auf. Damit wir hier wenigstens von der Höhe aus weiter forschen können. So, brauchen wir eine Tür. Schon Skelette hier unten? Stuhl. Ja, mei. Waren doch sonst nie so hoch, oder? Ich hab keine Ahnung. So, jetzt brauchen wir 5. Geh weg! 1, 2, 3, 4, 5. Die 4 Teile sind auch neu, das sind einfach nur Dekorationen, Wandbanner und so weiter, in schönen Farben. Warum sie keine Farben brauchen, weiß ich auch nicht, aber ist halt so. Nein! Ich kann mein Spawnpoint hier nicht setzen, irgendwas ist falsch. Okay, ich werde sterben. Du auch? Yay! Endlich mal sterb nicht nur ich. Yay. Oh, nur weil dieses verdammte Schwert so bekackt ist. Ich pass auf, ich hab ein Brotmesser. Fum. Lalala. So mach ich. Und dann baue ich hier noch ein paar Bretter hin auf den 7 so. Bretter. Kann man die. Nein, kann man nicht. Durchnehmen. Stirb, Yellow Slime! Yeah. Vielleicht bist du nicht mehr so yellow. Yay. Ah, der Untergrund-Hintergrund zählt aber nicht als Hintergrund, also mache ich einen Holzhintergrund. Der Untergrund-Hintergrund. Ich muss ja schnell weg. Ich bin nochmal gestorben. Das Wendesetzen geht übrigens mittlerweile schneller, wenn es noch nicht aufgefallen ist, und Wände abbauen geht extrem schnell mittlerweile. Ja. Ich bin gestorben. Das wurde auch schön im letzten Patch gemacht, also man kann wirklich schnell einfach zack, die ganze Kacke hinauf. Sie könnten auch einfach die Wände größer machen, anstatt schneller zu bauen, aber egal. So, ja, Spawnpoint Set. Und Dreckwände gelten auch als Wand. Hier draußen sind überall Zombies. Au. Oh. So, einen Ofen haben wir auch hier unten. Das werde ich nicht überleben. Unser erstes Kellerhaus ist fertig. Aber gerade so. Ich versuche mal zu euch zu kommen. Stummer Spawn, ne? Ah ja, einen Holzhammer wollte ich auch machen. Noch mehr Zombies. Hammer. Zack. Oh, der Zombie hat gerade einen Hase getötet. Oh, er geht auf mich los. Ensa, kann bleib mal stehen, dass die Leute sehen, wie schnell Leben regeneriert. Okay, danke. Ich möchte... Was die greifen du? Mich alle an und wollen mich umbringen. Ich möchte überleben. Möchtest du mir noch helfen, den Sand hier wegzuschlagen? Ja, sofort. Muss hier gerade mal gucken. Ja. Das heißt, ich kann ihn wieder alleine abbauen. Ich nehme den Wooden Sword und so. Ich bin nur das dritte Rad am Park. Und Hammer. Tausch auch. Hallo. Hallo. Wo ist meine Spitzhacke? da.
Endzeitkind ist zu langsam, um zu helfen. Verdammt! Aber fast. Bam, 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 bam. Ich will meine Höhlenrüstung. Habt ihr noch ein bisschen Holz? Ja, habt ihr. Ja, ich nur noch 186. Ich kümmere